Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Autarkie. Mein Name ist Thomas und in der heutigen Folge geht es einmal wieder um E3DC und zwar den siebten Teil meiner E3DC-Serie. Ja und damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute habe ich tatsächlich nur zwei Punkte im Gepäck, aber ich glaube, die sind trotzdem relativ spannend. Punkt Nummer eins ist das Problem oder sind die Probleme mit dem letzten Release und zwar dem E3DC-Release 2023-02 beziehungsweise 022 am Ende. Da gucken wir uns mal an, was hier eigentlich los ist. Zumindest soweit ich das ja weiß. Und der zweite Punkt ist, wir wollen uns einmal angucken, wie ist das Ladeverhalten der Akkus eigentlich, wenn man so um und bei 100% State of Charge ist. Da gibt es auch immer wieder, ich sag mal, Unklarheiten oder Nachfragen, warum das Verhalten so ist, wie es halt ist. Und das würde ich euch heute gerne mal zeigen und ich sag mal, anhand meines Systems und ein paar Bildern, die ich geschossen habe, erklären. Wenn das wieder Themen sind für dich, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Kommentier auch super gern unter dem Video. Natürlich darf der Kanal auch mega gern abonniert werden. Erhöht meine Reichweite. Hab ja gerade die 15.000 Abonnenten geknackt. Also vielen Dank nochmal dafür. Ja, und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann aktiviert gern auch noch die Glocke. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit der Folge und dementsprechend viel Spaß bei dieser Folge und auf geht's. Kommen wir zu Thema Nummer 1, E3DC Release 2023-02, beziehungsweise aktuell wird ausgerollt das Subrelease 2, das heißt 022 dann am Ende. Seht ihr am System selber nicht, aber seht ihr, wenn ihr zum Beispiel Daten über ein externes Tool halt auslest. Ich war ja relativ früh dran, beziehungsweise habe relativ früh dieses Update bekommen. Das ist bei mir jetzt seit einigen Wochen drauf und ich kann positiv zurückmelden. Ich habe bei mir keine Veränderungen gespürt und auch keine Veränderungen gesehen. Ja, was heißt bei mir? Also ich habe natürlich auch ein E3DC-System im Einsatz und zwar ein S10e Blackline aus dem Jahr 2018. 15,84 Kilowattstunden Bruttokapazität, ja, und hat eine Lade- und Entladeleistung von 3 kW. Mehr gab es damals halt nicht. Das war damals das Spitzenmodell. Genau, also jetzt wisst ihr zumindest, welches System ich habe. Und was ich halt festgestellt habe, weil ich mich auch so ein bisschen belese, ist, dass viele andere ja massive Probleme sogar mit dem Release haben. Da scheinen sich so ein paar Dinge irgendwie, keine Ahnung, eingeschlichen zu haben, die zumindest bei diversen Systemen ja zu Problemen führen. Logisch ist, mittlerweile sind sehr viele Systeme, ich sag mal, im Feld unterwegs. Und wenn da natürlich bei einem gewissen Prozentsatz ein Problem auftaucht, ja, dann sind natürlich in absoluten Zahlen auch mehr von euch betroffen. Welche Themen habe ich denn eigentlich gehört? Weil, wie gesagt, ich habe persönlich keine Probleme festgestellt. Aber was es wohl für Probleme geben soll, ist einmal das Thema, dass sich der Akku sichtbar entlädt. Das heißt, bei dem Akkusymbol, wenn ihr unten am Hauskraftwerk seid oder auch an der App guckt, da sieht man tatsächlich, dass sich der Akku ganz dezent entlädt mit einigen wenigen Watt. Gucken wir uns nachher auch nochmal bei meinem System an, wie das da ausschaut. Ja, und das war zumindest vorher nicht so. Jetzt ist es so und das ist vielen Leuten halt aufgefallen. Aus meiner Sicht gar kein großes Thema. Warum, erkläre ich dann gleich noch, wenn ich mein System zeige. Punkt Nummer zwei, der aufgefallen ist, ist das Thema Netzbezug trotz ausreichend Kapazität im Akku. Das scheint bei einigen doch recht massiv so zu sein, sodass da einige Kilowattstunden Netzbezug dann zustande kommen. Passiert natürlich logischerweise in der Nacht, weil tagsüber wird Hausverbrauch in der Regel über die PV-Anlage komplett abgedeckt. Akku wird auch geladen, Akku ist dann im Zweifel auch voll. Und dennoch passiert es, dass in der Nacht dann Netzbezug stattfindet, der Akku entweder gar nicht entladen wird oder nur mit einer ganz geringen Leistung. Ich habe ehrlicherweise noch nicht gesehen, dass es irgendwelche Kommentare gibt, woran das liegt. Habe nur gehört, E3DC arbeitet dran. Was das konkret bedeutet und wie lange das dann dauert, bis das Problem behoben ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Es gab ein paar Lösungsversuche. Ich hatte ja auch mal ein Video online gestellt, wo bei mir mal, Netzbezug stattgefunden hat, trotz ausreichend Kapazität im Akku. Ich verlinke euch das nochmal hier oben. Aber das scheint hier auf jeden Fall nicht die Lösung zu sein. Man kann also versuchen, tatsächlich mit der Lade-Entladeschwelle mal zu spielen oder halt auch die Standby-Funktion des Wechselrichters auszuschalten. Bei dem einen oder anderen könnte das eventuell was bringen, aber das kann aber auch nicht die Lösung sein. Also da müsst ihr wirklich mal gucken, probiert es einfach mal aus, Lade-Entladeschwelle entsprechend runtersetzen und beim Wechselrichter die Standby-Funktion ausschalten.
Vielleicht bringt das ja was. Und wenn nicht, müssen wir tatsächlich warten, bis E3DC eine Lösung präsentiert. Und wenn ihr mehr wisst, was das Problem genau ist und wann eine Lösung ja da sein soll, dann schreibt es gerne unten mal in die Kommentare. Ist sicherlich sehr, sehr hilfreich für alle Leute, die halt dieses Problem im Moment haben. Genau, was habe ich noch gehört? Ich weiß nicht, ob sich das jetzt einfach gehäuft hat oder ob mehr Leute darüber berichten, aber ich habe gehört, dass der ein oder andere Wechselrichter von jetzt auf gleich quasi nichts mehr produziert. Häufig in Kombination auch mit externen Anlagen, eine externe Quelle, die halt eingebunden ist, die produziert ganz normal weiter, aber der interne Wechselrichter, der steigt aus, produziert halt nichts mehr, obwohl halt die Sonne scheint. Da kann man versuchen, das Gerät wirklich mal hart runterzufahren, also normal runterzufahren und wieder neu zu starten. Ist aber aus meiner Sicht halt auch nur eine Krücke, darf nicht, ja, ich sag mal, dauerhafter Zustand sein, sondern auch hier muss irgendwas getan werden, dass diese Dinge einfach nicht passieren. Weil das ist natürlich total blöd, gerade jetzt im Sommer, wenn dann der Wechselrichter aussteigt und man bei schönstem Sonnenschein nichts produziert. Denn das ist ja genau das, wofür er eigentlich da ist. Er soll ja Strom produzieren tagsüber und wenn er das halt nicht tut, ja, dann ist das natürlich mehr als suboptimal. Man hat sich eine teure Anlage gekauft und dann funktioniert sie nicht so wie gewünscht. Also von daher bin ich mal gespannt, auch hier, wenn ihr was wisst, was da konkret los ist und wenn es irgendwelche Lösungsoptionen gibt, außer das System immer wieder runterfahren und neue starten, dann schreibt es bitte gerne unten in die Kommentare. Genau, das waren so die drei Punkte, die ich zumindest jetzt gehäuft festgestellt habe. Wenn ihr noch andere Auffälligkeiten festgestellt habt nach dem Release 2023.02, dann schreibt es bitte auch gerne in die Kommentare, bin ich mega gespannt. Und wenn es auch schon Lösungsoptionen, Lösungswege gibt, ihr, ich sag mal, selber rumprobiert habt, dann bitte auch gerne unten reinschreiben. Ich glaube, das kann für den einen oder anderen durchaus hilfreich sein. Ganz spannend ist halt tatsächlich, dass dieses Verhalten sehr unterschiedlich ist, weil ich habe ja, wie gesagt, keine Probleme. Andere Systeme haben Probleme. Deswegen, wenn ihr Probleme habt, schreibt auch gerne nochmal unten in die Kommentare, mit welchem System ihr unterwegs seid. Ob das ein S10e ist, ein S10e Pro, ein X-System, ein Kompaktsystem. Also gerne unten reinschreiben. Vielleicht kann man da auch ein gewisses Muster erkennen, dass eine bestimmte, ja, ich sag mal, Systemgruppe von diesen Problemen betroffen ist. Genau, das war jetzt so das erste Thema. Also ich hoffe, dass ihr möglichst nicht betroffen seid. Und wenn doch, wie gesagt, dann hoffe ich, dass die Probleme möglichst schnell behoben werden. Der zweite Punkt, den wir uns jetzt angucken wollen, ist dann das Ladeverhalten des Akkus um 100% State of Charge. Aber auch genauso kann man das übertragen auf 0% State of Charge. Also einmal, wenn der Akku halt vollgeladen ist oder wenn der Akku halt komplett entladen ist. Und da wollte ich euch einfach ein paar Dinge erzählen und dann auch in Bildern zeigen, wie sich das bei mir am System darstellt. Ja, und das Thema ist hier tatsächlich, dass das Verhalten des Akkus, ja, ich sag mal, so ein bisschen, wie soll man sagen, für einen Laien vielleicht ungewöhnlich ist, für jemanden, der sich mit dem System schon beschäftigt hat, beziehungsweise so ein bisschen die Technik auch kennt, für den ist das Verhalten vermutlich, ja, ich sag mal, völlig normal. Also für mich ist es zum Beispiel völlig normal. Ich habe das natürlich am Anfang auch mal festgestellt, was ich euch gleich zeigen werde, habe mich dann aber da ein bisschen schlau gemacht und dann auch verstanden, warum das so ist. Und damit die graue Theorie halt nicht nur graue Theorie bleibt, habe ich euch, für einem ganzen Problem, ist ja kein Problem, also von dem ganzen Vorgang, einfach mal ein paar Bilder gemacht mit einem entsprechenden Zeitstempel jeweils drauf und ich werde ein bisschen was zu den jeweiligen Bildern erklären und hoffe, dass ihr dann versteht, was genau das Problem ist, beziehungsweise was eben nicht das Problem ist, sondern warum das System sich so verhält, wie ich es euch jetzt zeigen werde. Und damit wechseln wir einfach mal in eine kurze Präsentation. So, und das Ganze habe ich natürlich an meinem System, festgehalten. Schreib's nochmal oben drüber hier, S10e Blackline. Kann bei euch vielleicht ein bisschen abweichend sein, aber ich gehe ja davon aus, dass das Verhalten recht ähnlich ist. Aber ich weiß halt nicht, ob bei Low-Volt-Systemen, mein System ist ja ein Low-Volt-System, vielleicht die Prozentsätze, die wir gleich sehen, ein bisschen anders sind als bei Hochvolt-Systemen. Könnt ihr auch gerne dann unter das Video schreiben, wie das bei euch ausschaut. Okay, also, worum geht's eigentlich? Wir gucken mal. Also, ich habe einen kleinen Versuch hier gestartet und zwar aus drei Teilen besteht der. Punkt Nummer 1, Akkuladen bis 100% State of Charge, also quasi bis nichts mehr reingeht. Punkt Nummer 2, dann Entladen des Akkus bis zu einem gewissen Prozentsatz. Ich habe hier mal 97% State of Charge genommen. Und Punkt Nummer 3, Akku entladen dann bis 94% State of Charge. Und da gibt es tatsächlich unterschiedliche Verhalten des Systems. Und das will ich euch einfach hier mal zeigen. Gut, legen wir mal los und wir starten mit 17.31 Uhr als Uhrzeit. Und zwar könnt ihr schon mal sehen, dass mein Akku hier schon bei 100% ist. Auch das habe ich häufiger mal gehört, dass bei einigen Leuten die Systeme keine 100% anzeigen. Also hier bei mir funktioniert das, da wird immer bis 100% geladen.
Was man noch sehen kann, ist, dass meine normale PV-Anlage noch knapp 1,7 kW produziert, meine externe Quelle noch gut 550 Watt und mein Akku wird geladen noch mit 1938 Watt. Hatte ja vorhin kurz gesagt, 3 kW maximale Ladeleistung meines Akkus. PV-Anlage hat gar nicht mehr hergegeben im Moment, aber der Akku wird selbst bei 100% bei mir noch mit voller Power geladen. Es geht nichts ins Netz, es geht nichts in die Wallbox und ich habe ein bisschen Hausverbrauch. Ne? Genau, so sah das dann aus. Also die 100% haben wir schon mal gesehen. Dann wollte ich noch kurz zeigen, wie sieht das eigentlich am System halt selber aus. Also 3 Minuten später bin ich mal in die Übersicht gegangen, wo man unter anderem die Spannung sehen kann. Hier sieht man auch in der Mitte 57,3 Volt sind momentan die Batteriespannung. Bei 57,4 Volt ist der Akku wirklich knallevoll, also sind wir kurz davor. Und hier wird ja auch rechts unten immer noch mal angezeigt, die 100%, auch da kann es mal Abweichung geben, also die Anzeige hier, State of Charge 100%, muss nicht immer deckungsgleich mit dem sein, was hier oben dieser Batteriebalken sagt, da kann es durchaus mal sein, dass das ein Prozentchen auseinanderfällt. Genau, aber man sieht halt, Akku relativ voll, wird noch mit 35 Ampere geladen, von daher normales Verhalten, obwohl der Akku schon 100% anzeigt. Genau, dann geht es weiter, 17.44 Uhr, also ein paar Minuten später, Akku immer noch bei 100%. Was jetzt aber passiert ist, dass die Leistung der PV-Anlage ist gestiegen, weil es war ein bisschen bewölkt, also mal Sonne, mal Wolken, alles okay. Aber man sieht jetzt, die Ladeleistung geht jetzt runter. Also jetzt ist nur noch gut 900 Watt. Ich springe nochmal eben zurück. Da waren wir bei 1900 Watt. Ne? Also man sieht, die Ladeleistung geht jetzt schon zurück. Das ist dann so kurz bevor der Akku die volle Ladung, die volle Ladeleistung bzw. die volle Ladung erhalten hat. Schwieriges Thema. Also bevor er vollgeladen ist, sagen wir es einfach so, dann fängt er an, die Leistung tatsächlich zu drosseln und wird dann entsprechend immer weniger Strom in den Akku schicken, bis er wirklich dann, ich sag mal, seine maximale Ladung erreicht hat und dann schaltet er ab. Aber hier sieht man schon mal, die Leistung wurde reduziert, 17.44 Uhr, Akku immer noch bei 100%. Das heißt, der steht jetzt schon bei über 10 Minuten bei 100%. Das ist also durchaus üblich, dass der auch die 100% halt sieht, zumindest bei meinem System. Gehen wir weiter, nach 17.44 Uhr haben wir 17.47 Uhr, da war es erreicht, Akku weiter 100% geladen. Wir sehen aber, jetzt wird der Akku eben nicht mehr geladen, sondern er hat seine volle Ladung erreicht. Was weiter passiert ist, es wird weiter Strom erzeugt über die PV-Anlage und die externe Quelle. Das geht jetzt aber halt einmal nur noch in den Hausverbrauch und der Rest wird halt ins Netz eingespeist. Auch das völlig normales Verhalten. So, jetzt wird es aber spannend, wir gehen weiter. 17.48 Uhr, also Akku ist voll geladen. Gehen wir mal eben kurz zurück. Wir sehen Batterieentladung 0 Watt. Und trotzdem, wenn wir hier links gucken, wird tatsächlich der Akku mit einer geringen Stromstärke entladen. Und zwar bei mir sind das immer hier diese 0,8 Ampere. Wenn ich das mal umreiche, sind das ca. 45 Watt. Und das ist die Leistung quasi, die das System halt selber verbraucht. Macht das System aus einem bestimmten Grund. Es ist ja nicht gut, wenn das immer auf 100% steht, also wenn der Akku zu doll geladen ist, dann soll er ja nicht so lange rumstehen. Und hier wird dann aus dem Akku tatsächlich das System versorgt, was ganz gut ist, weil dann sinkt sukzessive halt die Spannung im System ab und irgendwann sieht man dann auch nicht mehr die 100%, sondern es sind irgendwie 99% oder vielleicht sogar 98%. Kommt immer darauf an, wann der Akku am Tag tatsächlich die 100% erreicht hat. Ich mache das bei mir normalerweise so, dass er jetzt in der Sommerzeit, wir haben ja Mitte Juli, dass der Akku eigentlich erst so gegen 20 Uhr vollgeladen wird. Ich habe heute mal eine Ausnahme gemacht, um das hier demonstrieren zu können. Dementsprechend ist der Akku halt relativ früh schon voll gewesen. Ich steuere ja die Ladeleistung tatsächlich so, dass ich morgens gucke, wie viel ist aus dem Akku raus, was muss ich tagsüber laden, um den Akku am Abend voll zu haben. Und dann lade ich kontinuierlich und damit akkuschonend die Batterie halt wieder auf. Ne? Genau, aber was man hier sieht, ist einfach, dass eine gewisse Entladung stattfindet. Und eigentlich müsste das System hier vorne bei Batterie nämlich jetzt diese 45 Watt in etwa anzeigen als Entladung. Tut er hier nicht, zumindest bei meinem System nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt einige Systeme, wo er dann plötzlich was anzeigt. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich ein Punkt, der von System zu System unterschiedlich ist. Ihr seht dann halt eine gewisse Entladung. Ich habe jetzt immer irgendwas gehört von 12 Watt. Wenn da mal andere Werte auftauchen, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber das ist eigentlich das, was im Moment dann dort steht. Das heißt, Akku ist voll geladen und beginnt dann halt sich langsam zu entladen und deckt den Systemverbrauch halt aus dem Akku ab. Aus meiner Sicht ein vollkommen verständliches Verhalten, weil man eben nicht möchte, dass der Akku zu lange mit einer zu hohen Spannung
halt rumsteht. Das ist für den Akku auf Dauer halt nicht gut. Und gerade im Sommer ist bei vielen der Akku halt schon vormittags gut gefüllt, um nicht zu sagen komplett gefüllt. Und dann würde er halt bis abends voll rumstehen. Und das macht natürlich keinen Sinn. Und hier sorgt dann wiederum das Batteriemanagement bzw. Energiemanagement dafür, dass dann sukzessive, ja, ich sag mal, der Verbrauch aus dem Akku gedeckt wird, also der Systemverbrauch, ne? Denn man sieht ja auch hier nochmal, ich brauche im Moment im Haushalt keinen Strom aus dem Akku, weil einfach der Hausverbrauch so niedrig ist, dass der Rest des Stroms sogar ans Netz halt eingespeist wird. Genau, also das wollte ich mal zeigen mit der geringen Entladung. Das ist bei mir dauerhaft so und ich sehe dann maximal halt 99% State of Charge. Das heißt, er entlädt wirklich recht langsam. Von daher, damit kann ich absolut leben. Wenn man das halt nicht kann, kann man es leider nicht ändern. Es ist einfach so, das ist systembedingt hier der Fall. Genau. Interessant ist, wenn jemand hier kein E3DC-System hat, sagt man doch mal bitte, ob ihr sowas auch bei euch sehen könnt, dass der Akku entladen wird. Oder bleibt der Akku bei euch wirklich komplett mit 0,0 Ampere stehen? Das heißt, er wird weder geladen noch entladen. Das würde mich auch mal interessieren, ob das tatsächlich nur ein E3DC-Phänomen ist. Ich glaube ehrlicherweise nicht, aber schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann gehen wir weiter. 17:48 Uhr, jetzt kommt ein größerer Satz, nämlich 19:46 Uhr, also gut 2 Stunden später. Der Akku hat sich ein bisschen entladen, also ich habe das ein bisschen forciert sogar. Und zwar bin ich jetzt, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, bei 97% State of Charge. Und jetzt kommt etwas, was viele nicht verstehen. Die sagen dann nämlich, ah, jetzt ist der Akku bei 97%, warum wird er denn nicht wieder auf 100% vollgeladen? Ja, und das ist genau dazu da, um die Batterie ein Stück weit zu schonen. Also bei 99, 98, 97%, 96% wird der Akku nicht geladen. Obwohl genügend PV-Leistung da ist, ist bei mir jetzt auch so. Man sieht das ja, es gehen 300 Watt ins Netz, nicht viel, aber immerhin geht was ins Netz. Und das könnte natürlich auch in die Batterie eingespeist werden, wird es aber nicht, weil der Akkustand mit 97% einfach noch zu hoch ist. Das heißt, das System wartet hier ein bisschen ab, bis der Akkustand bis zu einem bestimmten Punkt halt gefallen ist und fängt erst dann wieder an, das Ganze nachzuladen. Das heißt, wenn ihr einmal 100% am Tag erreicht habt, und der Akku wird dann wieder gering entladen, dann passiert es so wie hier, dass erstmal der Akku nicht wieder auf 100% sofort aufgeladen wird. Ne? Das macht er nicht, sondern das System wartet tatsächlich, bis eine gewisse, ich sag mal, ein gewisser State of Charge in den Akkus erreicht ist. Und erst dann fängt er wieder mit dem Laden an. Dass das nicht nur graue Theorie ist, habe ich natürlich für euch heute auch ausprobiert. Also wir springen von 19:46 Uhr auf 20:30 Uhr. War eine knappe Kiste, muss ich fairerweise sagen, weil die Sonne dann hinter Wolken verschwunden ist. Aber man kann zumindest noch sehen, was hier wieder passiert. Also State of Charge 94%. Und damit ist genau bei meinem System zumindest die Grenze erreicht, wo das System wieder anfängt, den Akku nachzuladen. Also ist jetzt noch genügend PV-Strom vorhanden, lädt er wieder in den Akku und speist es halt nicht ins Netz ein. In meinem Fall halt jetzt nur eine ganz geringe Ladeleistung, aber man kann es, glaube ich, gut sehen, dass der Akku einfach wieder geladen wird. Und dementsprechend wäre mehr PV-Leistung da, würde er wieder auch mit mehr Leistung geladen werden und würde jetzt in diesem Fall auch, wenn ausreichend lange noch die Sonne scheinen würde, wieder bis 100% State of Charge aufgeladen werden. Aber für euch einfach ganz wichtig, ja, nicht nervös werden, wenn er bei 98 oder 97% nicht den Akku lädt. Wenn der Akku an dem Tag schon einmal vollgeladen war, dann wie gesagt passiert das nicht, sondern er muss in meinem Fall zumindest bis 94% warten. Selbst bei 95% lädt er das noch nicht wieder, sondern erst bei 94% State of Charge, dann beginnt das Laden halt wieder. Ja, und das Phänomen, das ist natürlich jetzt im Sommer, ja, ich sag mal, wichtig, aber wir haben das gleiche Phänomen auch im Winter. Ja, und zwar Winter in dem Sinne, dass der Akku dann wirklich komplett entladen wird. Das passiert bei dem einen oder anderen von euch natürlich auch im Sommer. Gerade wenn der Akku zu klein dimensioniert ist, dann ist er natürlich in der Nacht irgendwann dann auf 0%. Und genau darum geht es. Also wenn der Akku bei 0% steht, und dann kommt am Morgen die Sonne wieder raus. Die ersten Watt gehen halt auch in den Akku und der steht irgendwie bei 1, 2 oder 3% oder so, also noch recht niedrig. Dann werdet ihr feststellen, dass euer Hausverbrauch nicht aus dem Akku gedeckt wird, sondern wenn noch Strom fehlt, der nicht direkt von der PV-Anlage produziert wird, dann wird dieser Strom aus dem Netz gezogen. Ja, und das hat genau den gleichen Hintergrund, wie wir das jetzt gerade bei den 100% gesehen haben. Das soll also den Akku schonen. Denn wenn der quasi bei 0% State of Charge war, dann ist der zwar noch nicht komplett entladen, aber schon relativ weit entladen. Und man will natürlich nicht, dass der Akku relativ lange auf diesem niedrigen Ladestand bleibt, sondern sorgt dann halt über das Energiemanagement dafür, dass der Akku erstmal bis zu einem gewissen Prozentsatz aufgeladen wird. Und erst dann kann man wieder Strom aus dem Akku entnehmen. Ja, ich habe das bei mir mal festgestellt, das sind so um die 5%, also wenn, glaube ich, 5% State of Charge erreicht sind,
dann würde er auch wieder den Hausverbrauch aus dem Akku decken. Solange das unter diesen 5% ist, passiert das nicht, sondern dann kann nur der Strom aus der PV-Anlage oder halt aus dem Netz verwendet werden. Das ist ein wichtiger Punkt, muss man halt wissen, ne? Also gerade wenn man dann morgens meint, ich habe jetzt schon wieder ein paar Prozent drin und kann hier, keine Ahnung, eine Waschmaschine oder sowas anstellen, das wird dann nicht funktionieren, sondern da wird dann halt Netzbezug stattfinden. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil das Thema ist ja so, wenn ihr natürlich den Akku runterfahrt, also sprich entladet, dann sieht man natürlich schon die 0%. Das heißt, er hört nicht irgendwie bei 5% auf. Ihr könnt also die komplette Kapazität nutzen, aber eben genau die andere Richtung. Wenn dann der Akku wieder angefangen wird zu laden, dann gibt es einen gewissen Puffer, der einfach erstmal erreicht werden muss, diese 5%, bevor dann eine Entladung aus dem Akku wieder stattfindet. Ja, ich hoffe, das war verständlich. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder so, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich versuche das dann immer, ja, ich sag mal, auch für Nicht-Techniker, und ich bin ja selber ein Nicht-Techniker, zu beantworten, also mit möglichst wenig Fachchinesisch. Genau, das soll es aber für diese Folge erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch interessant. Wenn ja, dann dürft ihr gerne noch abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt und noch keine Abonnenten seid. Tut euch nicht weh, bringt mir aber mehr Reichweite. Von daher, das soll es für heute wieder gewesen sein. Von daher vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bleibt vor allem gesund, und dann sehen und hören wir uns bei einer der nächsten Folgen wieder. Ich freue mich auf euch und bis dahin, macht's gut, euer Thomas. Ciao, ciao.